Ja, heute begrüßen wir euch in der Ausstellung Sardinien, Insel der Megalithen, in einem nächsten Kapitel. Nämlich mit Beginn der Eisenzeit vollziehen sich zahlreiche Veränderungen. Die Nuragenkultur existiert zwar weiter, aber es werden keine neuen Nuragen mehr erbaut. Was wir nun haben, ist, dass diese Nuragen in ihrer Funktion sich verändern und eine Kult Bauten werden. Wie überhaupt das Thema Kult eine große Rolle spielt. In den Nuragen zum Beispiel wurden große Anlagen angebaut mit Sitzgelegenheiten und Altären, die für kultische Handlungen genutzt worden sind. Wir kennen andere Sachen, die ganz stark mit dem Thema Wasser in Verbindung stehen. Wasser spielt natürlich immer eine existenzielle Bedeutung für die Menschen. Und hier wurden Brunnentempel geschaffen, in denen man kreisförmige oberirdische Anlagen hatte und dann über Treppen abwärts tief hinein zu den Quellen Verbindungen geschaffen worden sind, wo ebenfalls wieder Sitzbänke und Altäre standen, an denen kultische Handlungen durchgeführt worden sind und an denen man auch Opfergaben dargebracht hat. Opfergaben können da völlig unterschiedlich ausgesehen haben. Es waren zum Beispiel bestimmte Gefäßformen, es waren aber auch Waffen und andere Gegenstände, die den Menschen, den Göttern wahrscheinlich dort dargelegt haben als Votive. Ganz besonders ist aber etwas, was nun im ersten Jahrtausend vor Christus entsteht, was wir vorher so nicht kannten, nämlich die Entstehung von Bronzekunst. Und diese Bronzeplastiken, Sardiniens, sind so eine Eigenständigkeit geprägt, dass man sich fragen muss, wo kommt hier der Impuls her, damit so ein künstlerisches Schaffen urplötzlich auftaucht. Es sind vor allem Männerfiguren, die dargestellt werden. Wir sehen hier im Hintergrund das Leitmotiv unserer Ausstellung, der auch in unseren Videos uns ständig begleitet und als Heldenkrieger die Bezeichnung Nur bekommen hat. Ihr wisst, wo das herkommt, Nur, natürlich von den Nuragen, die uns hier durch die Insel Sardinien so vielfältig begegnen und begleiten. Nur ist etwas ganz Besonderes. Er ist nicht nur ein einfacher Krieger, sondern wenn ihr herschaut, seht ihr, dass ihr sofort zwei Schilde trägt. Hinter diesen Schilden hat er dann vier Waffen und er hat dann auch nicht wie die anderen Krieger, die mit ihrer Rüstung dargestellt sind und auch Beinschutz getragen haben, also gepanzerte Krieger, die zum Kampf gerüstet waren, sondern neben dem Helm, unterhalb des Helms, laufen jeweils zwei Zöpfe nach unten. Er hatte also vier Zöpfe. Was bedeutet? Das ist natürlich alles nicht tatsächlich so und funktional. Er hat auch vier Augen. Nein, das ist eine Verdoppelung dessen, was ein Mensch hat und was ein Krieger hat. Und das macht ihn zum Heldenkrieger, der durch diese Mehrfachhaftigkeit von Waffen sozusagen die Überlegenheit im Kampf darstellt. Und deswegen nicht ein einfacher Krieger, sondern ein Heldenkrieger. Und Nur hat noch viele Begleiter, die auch uns hier in der Ausstellung begegnen. Das sind männliche Krieger, das sind aber auch Fürsten oder wenn man so sagen darf, Fürsten, Stammesführer und auch Muttergöttinnen. Alles ist diese Reichhaltigkeit der Bronze, Plastik Sardiniens, die so einmalig in ihrer Umsetzung und Art und Weise ist. Ja, unter den kleinen bronzenen Kriegerfiguren finden wir nicht nur solche, die mit Schwert und Schild geschützt sind, also für den Nahkampf gerüstet gewesen sind, sondern es gibt auch Darstellungen von Bogenschützen. Das ist ja eher eine Fernwaffe. Also verschiedene Formen der Kriegsführung ganz offensichtlich, die wir in dieser sehr individuellen Darstellung bei den Bronzeplastiken finden. Wir sehen neben ihr hier einen Bogenschützen, nur noch zu erkennen, weil er den Arm durchgestreckt hat zum Schuss des Bogens, während der eigentliche Bogen und der Arm, der den Bogen in der Spannung nach vorne hält, verloren gegangen ist. Wir kennen aber andere Beispiele davon, wo der Bogen auch noch erhalten ist. Also ganz tolle Darstellung eines Bogenschützen. Auch hier fällt wieder auf, dieser komische hahnenschopfartige Helm, den er trägt, weil all diese Helme, die wir bei den Kriegerdarstellungen kennen, sehen unterschiedlich aus. Es sind aber nicht nur die Krieger, sondern es sind teilweise dann auch die Stammesführer, die ein bisschen anders dargestellt sind, mit einem Mantel außenrum und nicht mit den Waffen im Vordergrund. Da gibt es zwei Stück, die wir hier nicht in der Ausstellung zeigen können, aber die wunderbar sind, die nämlich konische Spitze Hüte tragen. Und die sind so frappierend ähnlich in ihrer Art und Weise als Bronzefigürchen mit einer konischen Kopfbedeckung.
dass Sie uns direkt erinnern lassen an unseren Goldhut, unseren Berliner Goldhut, den wir hier im neuen Museum etwas weiter oben zeigen können. Und es ist tatsächlich so, dass diese goldenen Kopfbedeckungen auch aus dem mitteleuropäischen Raum in ähnlicher Art und Weise, kennen wir das von Wettergottheiten, aber nun auch in dieser kleinen Kunst in Sardinien, in ähnlicher Art und Weise dargestellt werden und wiederum uns gute Indizien geben, in welchem Kontext der Berliner Goldhut benutzt und getragen worden ist.